Oh, Alter, was geht ab, Leutonge? Hinter den Mauern, irgendwo in Markt Schwaben. Machen hier eine kleine Brauhaustour. Vielleicht checken wir das Wirtshaus ab und dann reden wir über Business. Ich habe hier möglicherweise einen Deal am Start. Details müssen noch besprochen werden. Mit denen hier, Leute. Also nicht den hier, den hier. Let's go. Schaut, Leute. Könnt ihr es erkennen? Warte, hier. Und bei Nelson, da verarscht man letztendlich das Korn. Also man gaukelt den vor. Es könnte jetzt zu einer Pflanze wachsen. Man setzt es unter Wasser, man lässt es keimen und unterbricht dann den ganzen Wachstumsprozess. Es kommt bei, die sind haltbarer. Also ich wollte jetzt so. Hopfen wird ja noch einmal im Jahr geerntet. Ja. Genau. Hopfenpellets sind extrem haltbar. Die haben sind der Geschmack ist viel konzentrierter und sind natürlich viel besser lagerfähig. Mhm. Also man muss Hopfen extrem, schon, auch schon Pellets extrem gut lagern. Boah, das dürften ja irgendwie 4 Meter sein, ne? Das ist wie bei Horrorfilmen, Leute. Einer geht rein zum Reinigen und dann schließt sich das und ciao. Ja. Es gibt auch einen Hirsch, die muss dann nur noch abgekühlt werden. Das mit 2-stufigen Backenkühler. Ich schicke ein formelbestes Formular. Wenn der Hammer abhört, ihr könnt ihr selber euer Bier brauen, Leute. Was so streng kontrolliert und so umfangreich kontrolliert. Also wir müssen da über 900 Kriterien erfüllen. Und hat ein bisschen einen Grund gehabt und hat sich dann, nachdem man den Ersten Weltkrieg gekämpft hat, so ein bisschen mit dem Interessant, Leute. Jetzt direkt die Leute, geheime Räume. Seid ihr bereit? Mein bestes technisches Projekt hier. Oh, ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin nicht in Form. Das ist alles voller Bier, Leute. Apfelanlage, Leute. So wird's aussehen, wenn ich meinen eigenen Eistee rausbringe oder Energy Drink. Vorgeschmack, Leute, Vorgeschmack. Genau, hier ist die
Und die Flaschen, die komplett beschädigt sind, die landen im Zertrümmerer. Und das Faszinierende ist, ein wilder Blick hinter die Kulissen, Leute. So, wir checken noch das Brauhaus, Wirtshaus. Was dazu gehört ab. Digga, ich bin schon rot von diesem Biermann. Ich hab noch nichts im Magen. Ja. Erstmal eine Spezi. Der hat ein bisschen Überschammer. Cool. So, was zum Tor ist. Ja, ihr wisst, Leute, ihr wisst. Probieren wir mal. Das ist alkoholfrei. Nicht zu viel trinken, weil du musst noch so drehen, aber. Kommt am echten Bier schon recht nah, gell? Ja. So. Kannst du Baklava mitnehmen? Hammer, bitte. Käsespätzle, immer geil. Das ist der Zopf. Mhm. Wenn man es vergleicht mit diesem einen, wo ich letzte Woche mich bei dir beschwert habe. Dein Mosach. Ja. Wo es klein war und nicht so gut schmeckte und zu teuer war. Mhm. Was war der Mosach? Da gibt es einen Wirt im Mosach, der hat auch Biergarten und so. Der heißt auch Alter Wirt. Der war hier gut, wo ich da lebt habe vor 5 Jahren. Mhm. Aber jetzt ist der anscheinend nicht mehr schlecht geworden. Okay. Mhm. So Leute, das war ein kleiner Einblick in die Schweigerbräu. Beide, nennt man das, Abteilungen, machen anscheinend auch ihr eigenes Malz. Ist ein cooler Ort, Familienbetrieb, der fühlt das, der spürt das, das liegt ihm im Blut und möglicherweise demnächst eine Kooperation mit denen. Eine, wie nennt man das, also nicht etwas Einmaliges, sondern das Gegenteil von einmalig. Dauerhaft. Dauerhaft. Und Wirtshaus war lecker, Käsespätzle war geil. Und dem, der dieses Wirtshaus betreibt, der ist Social Media auch affin, der nennt sich der Gastwirt. Wir haben uns geaddet, vielleicht entsteht da auch eine Kollabo. Wer weiß, wer weiß. War interessant, ein Blick hinter die Kulissen und war auch ein interessantes Meeting für eine zukünftige Zusammenarbeit. Ja, Alkohol, Werben ist so eine Sache, aber ich bin's. Ich trinke gerne Alkohol. Bier jetzt zwar nicht so, aber Alkohol, vor allem Spritz, das ist mein Getränk. Ich vape, Shisha, Gambling, Magic, Internet Money. Ich bin da eh kein gutes Vorbild. Aber auf jeden Fall Alkohol in Maßen genießen, Leute. Aber wichtiger ist mir die Person dahinter. Wir haben gevibed. Und eine kleine Brauerei, die haben ein gewisses limitiertes Budget und dass die auf mich setzen wollen, weiß ich zu schätzen. Ich bin wie ein unentdeckter Coin, der erst noch to the moon gehen wird. Er hat mich angeschrieben, da hatte ich erst 3000 Follower auf TikTok und jetzt haben wir schon die 5000 geknackt, gehen schon Richtung 6000. Der Kollege ist in Solana investiert, einem Solana-Bruder muss man helfen. Das war's von mir, Leute, wenn man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok. Und meinem nicht aktiven Zeugkanal der Minas Serious Business und ciao.